nachfolgende Sendung wird Ihnen präsentiert von Bali Verseri. Gemacht, haben Rennställe interviewt, Fahrer interviewt, haben uns da mal umgeschaut, was da so abgeht. Sie kennen ja meinen leichten Hang zum Motorsport und zu schnellen Autos, aber immer unter Anwendung des Geistes. Ganz wichtig, denn dann bleibt man gesund und verschont andere vor Schaden. Und wenn man das auch noch berücksichtigt, was man umwelttechnisch heute alles am Auto verändern kann, dass es weniger Abgase herausgibt und dass es besser verbrennt und so weiter, dann wird das aus einem ganz anderen Blickwinkel plötzlich zu betrachten sein. Am letzten Donnerstag habe ich die Tickets verlost oder die Verlosung der Tickets bekannt gegeben für den Ereignishorizont in Heidenheim. Die Veranstaltung, die am 7. und 8. jetzt am Wochenende in Heidenheim an der Brenz, das ist 30 Kilometer nördlich von Ulm in Deutschland, stattfindet mit unglaublich interessanten Gästen wie dem Andreas Popp, den viele Zuschauer kennen, ein Wirtschaftsspezialist, der sich in der Wissensmanufaktur mit dem Thema Geld und mit dem Thema Wirtschaftssystem beschäftigt. Dann für die Schweizer natürlich sehr bekannt unser Herr Däniken, der dort auch über die Dinge sprechen wird, wie UFOs und anderes und so weiter, viele mehr, die interessante Themen haben, Pyramiden von Bosnien, Blume des Lebens und so weiter und so weiter. 6 dieser Tickets habe ich da. Es kamen über 100 Teilnahme an der Verlosung, 100 Teilnahmeanfragen. Natürlich können immer nur 6 gewinnen. Die nette Regieassistentin hat die Auswahl getroffen. Jetzt sage ich Ihnen noch, wer gewonnen hat. Die Ruth G. aus 89077 Ulm in Deutschland, der Ralf W. in 31535 in Neustadt, auch in Deutschland, die Silvia F. 53125 in Bonn in Deutschland, dann der Werner F. in 9552 Bronschhofen in der Schweiz, der Roger F. in 6440 Brunnen und die Elisabeth F. in der Sandhauser Straße 4 in Mannheim, auch in Deutschland. Das sind die 6 Tickets, die uns der Peter Herrmann freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat, dass diese 6 Personen an diesem tollen Anlass teilnehmen können und ein kostenloses Ticket für diesen Anlass bekommen. Die gehen morgen an Sie ab, also müssten in 2 Tagen bei Ihnen eintreffen. Wir gratulieren den Gewinnern und wünschen Ihnen viel Vergnügen und natürlich viele tolle Informationen, die Ihr Leben und Ihr Wissen bereichern. Ebenfalls das Leben und das Wissen bereichern kann natürlich auch anderes. Mit dem Titel »Wir leben in einer Welt der Illusion« habe ich bereits eine Sendung mit Ihnen gemacht und habe auch vor kurzem noch einmal darauf hingewiesen. Auch da waren wir noch am heutigen Morgen in der Nähe von Heilbronn in Deutschland auf dem Hof Heilenbergen. Dort ist ein wunderschönes Seminarzentrum, Workshopzentrum für nicht allzu große Gruppen, aber wie gesagt, so 20 bis 30 Leute gehen dort in diesen wunderbaren Seminarraum gut hinein. Tolles Essen, vegetarisch und vegan wird dort gekocht. Es können auch, ich glaube, bis zu 10 Leute direkt vor Ort übernachten. Und der Esra Vogelgesang und die Claudia Stürzinger kommen auch in die Schweiz zu einem Seminar, wo es um folgende Thematik geht. Leben in einer Welt der Illusionen, ein Thema, welches jeden Menschen unabhängig seiner Kultur oder Rasse gleichermaßen betrifft. Das Leben in einer Welt der Illusionen. Doch um die Illusionswelt zu erkennen, müssen wir uns vorerst mit der wahren Welt beschäftigen und einen Zugang zu ihr erhalten. Denn Illusionen, Lügen, überholte Dogmen oder manipulierte Denkmuster können wir nur aus der Sicht der Wahrheit erkennen. Wir möchten in diesem Seminar einen Einblick in die wahre Welt vermitteln, damit jeder Teilnehmer imstande ist, seine persönlichen Illusionen zu erkennen. Denn es gibt nur einen, der dein Leben verändern kann. Das bist du. Samstag, 7. und Sonntag, 8. September
jeweils von 10 bis 17 Uhr im Hotel Al Ponte, Seminarraum Nummer 8 in der Wangenstraße 55 in Wangen an der Aare. Navigation 4537 Wiedlisbach. Und wenn Sie sich noch anmelden wollen, Sie können natürlich direkt vor Ort zum Seminar kommen. Wenn Sie sich noch anmelden, dann kann natürlich besser kalkuliert werden. Das wäre schon toll. Bei Esra Vogelgesang und Claudia Stürzinger in Oberrot in diesem tollen Hof Heilenbergen. Und zwar unter der Rufnummer 0049 173 593 7475. Wenn Sie über Internet verfügen, können Sie sich natürlich auch unter info@kedem-zentrum.com anmelden. Ich wiederhole noch einmal die Telefonnummer für die, die noch keinen Stift und kein Blatt Papier dabei hatten, um das zu notieren. 0049 173 593 7475. An diesem Samstag und Sonntag im Hotel Al Ponte in der Wangenstraße 55 in Wangen an der Aare. Bei der Anmeldung erfahren Sie natürlich auch die Seminargebühren. Die dürfen wir hier nicht nennen. Wir wollen ja keine Seminare verkaufen, sondern Sie informieren. Aber wie gesagt, ich kann Ihnen nur sagen, es lohnt sich, dieses wunderbare Seminar zu besuchen. Denn wie gesagt, es gibt vieles zu wissen, wie wir vor diesen Dingen, die uns jeden Tag gezeigt werden und wo wir jeden Tag meinen, das wäre die Wahrheit, wie wir uns mit diesen Illusionen auseinandersetzen können und vor allen Dingen, wie wir für uns das Thema verändern können, dass wir wieder klar sehen. Denn klar zu sehen und die Dinge so zu erfassen, wie sie sind, das hat natürlich einen großen Vorteil. Man kann sie nicht mehr manipulieren. Und das hat, wie gesagt, der Esra Vogelgesang, der sich Jahrzehnte mit dieser Thematik beschäftigte, und die Claudia Stürzinger ausgearbeitet und ein tolles Seminar daraus gemacht. Ich wünsche Ihnen ein tolles Seminar und eine ganz, ganz interessante Thematik. In den letzten Wochen waren natürlich unsere Nachrichten geprägt von Kriegen, von Auseinandersetzungen, von irgendwelchen Dingen, die wieder NSA hießen, die im Bankenbereich abgeht. Wenn wir da mal ein bisschen tiefer hineinschauen und wenn wir Insider fragen, um was es da geht, dann geht einem doch ein Licht auf. Und dann gibt es Menschen, die sogar in diesen Organisationen gearbeitet haben und dann irgendwann später vom Gewissen gequält werden und hinstehen und in YouTube oder in anderen Sendern, die sich noch trauen, dies zu senden, dann ihre klare Meinung formulieren über die Dinge, die da gelaufen sind und was da gelaufen ist. Es gibt einen Bericht, den die ARD gebracht hat, und zwar am 27.08. vor ein paar Tagen 2013. Und zwar hat man Glenn Greenwald interviewt, ein Mann, der sich nicht mal mehr auf die Straße traut, wenn es nachts dunkel ist, nur weil er die Dinge beim Namen nennt, die da passieren. Und wie gesagt, das müssen wir uns wieder vorstellen im Zusammenhang mit demokratischen Grundwerten. Ich erinnere an die Rede, die Kennedy hielt vor nicht allzu langer Zeit, habe ich die einmal gesendet, wo es darum ging, was er zum Thema Geheim oder Geheimhaltung gesagt hat. Dass es das schlimmste Wort in einer Demokratie ist, denn in einer Demokratie bestimmt eigentlich das Volk. Und wie kann es denn sein, dass Regierungen immer mehr mit dem Thema geheim oder nur für den internen Gebrauch alle Dinge vom Volk fernhalten, die eigentlich das Volk betreffen und, wenn es dann einmal schlimm läuft, vom Volk auch ausgebadet werden müssen. Jetzt hören wir uns einmal an, was Glenn Greenwald zu diesem Thema NSA zu sagen hat. Herr Glenn Greenwald lebt also inzwischen in der Nähe von Rio und er ist sehr, sehr vorsichtig. Das heißt, er geht beispielsweise nicht bei Nacht aus dem Haus. Deswegen stand er uns jetzt nicht live in dieser Sendung für ein Interview zur Verfügung wegen der Zeitverschiebung. Wir haben aber vor der Sendung mit ihm sprechen können und da habe ich ihn auch nach den aktuellen Enthüllungen gefragt. Eben tatsächlich wissen wir seit Montag, dass die NSA nicht nur die Europäische Union, sondern auch die Vereinten Nationen ausgespäht hat. Und ich wollte von ihm wissen, warum, was haben die davon?
Immer wenn die Regierung der USA oder Verbündete dabei ertappt werden, bei geheimer Spionage in schockierender Form, wird gleich von Terrorbekämpfung gesprochen. Spionage hat mit Terrorbekämpfung nichts zu tun. Das zeigt nur, was das Ziel der USA ist. Man will die Privatsphäre weltweit bei allen Menschen aufheben, bei einfachen Bürgern bis hin zur jeweiligen Regierungsspitze. Das hat nichts mit Terrorismus, mit nationaler Sicherheit zu tun. Es geht um die eigene Macht. In Deutschland und anderswo weiß man ja, dass Überwachung genutzt wird als eine der wichtigsten Waffen. Je mehr man über andere Menschen und deren Privatsphäre weiß, desto weniger können diese Menschen miteinander geheim kommunizieren, desto mehr Macht hat der Staat. In Deutschland verweigern sich zumindest die Bürger ein bisschen dieser Angst, die Sie ansprechen, und sagen, ach, sollen die doch mithören, wenn ich telefoniere? Ich habe ja eh nichts zu verbergen. Haben Sie Verständnis für diese Ansicht? Jeder hat irgendetwas zu verbergen und das weiß auch jeder. Deswegen haben wir Passwörter für unsere E-Mail-Accounts oder verschließen unsere Badezimmer- und Schlafzimmertür. Das Bedürfnis einer persönlichen Privatsphäre ist zutiefst menschlich. Wir können so frei sein, Grenzen ausloten, neue Denk- und Lebensweisen finden. Wir brauchen Räume, wo wir uns nicht beobachtet fühlen. In einer Welt also, wo es keine Privatsphäre gibt, wo alles überwacht und gespeichert wird von irgendeiner zentralen Stelle, da ändert sich unser gesamtes Leben. Nach Ihrem Erkenntnisstand, haben auch deutsche Geheimdienste profitiert von den abgehörten Informationen? Die USA und Großbritannien sind eigentlich die engsten Verbündeten und tun vieles, von dem die deutsche Regierung wohl vielleicht gar nichts weiß oder auch nicht daran beteiligt ist. Spionage gegen die Vereinten Nationen, im deutschen Kommunikationswesen und so weiter. Die deutsche Regierung hat gesagt, manche Dinge kenne sie nicht, das hat nicht immer gestimmt. Andere Dinge hat sie tatsächlich nicht gewusst. Die deutsche Regierung kooperiert also mit den USA und Großbritannien, ist aber gleichzeitig auch ein Opfer der Spionage. Kann es sein, dass das nur auf deutscher Geheimdienstebene war? Oder muss nach Ihrem Erkenntnisstand wirklich auch die Bundesregierung, also bis zum Kanzleramt, involviert gewesen sein? Ich hoffe, dass in jeder Demokratie die Nachrichtendienste nicht auf eigene Faust handeln gegenüber den Bürgern. Dinge, von denen die gewählten Amtsträger, die Abgeordneten, nichts wissen und wo sie keine Befugnisse haben. Das wäre sehr gefährlich in jeder Demokratie, wenn also die Regierung Merkel oder andere deutsche Amtsträger behaupten, die deutschen Geheimdienste hätten das auf eigene Faust gemacht, ohne Kenntnis der gewählten Amtsträger, dann wäre das ein schwerwiegender Skandal, aber das muss das deutsche Volk bewerten. Erstens, ob man daran glauben will, dass das so ist, und zweitens, was da geschehen sollte. In Deutschland ist gerade Wahlkampf, deswegen interessiert uns das natürlich auch brennend. Haben wir denn konkret für Deutschland weitere Enthüllungen zu erwarten? Da kommen noch viele weitere Enthüllungen über Deutschland, Spionage der USA und Großbritanniens gegen Deutschland oder auch Aktionen, an denen die deutsche Regierung beteiligt ist. Ich habe viele dieser Fälle nicht bearbeitet. Das meiste hat Laura Poitras oder haben auch die Redakteure des Spiegel untersucht. Wir werden sehen müssen, was da kommt und wann. Aber jedenfalls, es hat ja schon wichtige Enthüllungen gegeben und jede wahre Demokratie sollte das berücksichtigen, wenn entschieden werden muss, ob eine Regierung bleiben soll, die zumindest teilweise dabei war und nicht sehr ehrlich die eigene Rolle beschrieben hat. Liebe Zuschauer, haben Sie das gehört? Es wird noch mehr enthüllt, es wird spioniert. Obwohl man offiziell eigentlich als Verbündete und Freunde gilt, spioniert dem einen dem anderen hinterher. Stellen Sie sich das mal im zwischenmenschlichen Bereich vor. Vielleicht im Bereich der Verwandten, der Nachbarn, der Bekannten oder auch der Freunde. Man würde, wie das so früher üblich war, in Systemen, die sehr totalitär oder diktatorisch vorgehen, die das ganze Volk zu Spitzeln machen, die sich dann gegenseitig bespitzeln, wo die Kinder die Eltern ausspionieren oder umgekehrt, die Nachbarn sich gegenseitig ausspionieren und jeder misstraut dem anderen. Ist das im 21. Jahrhundert den Weg, den wir gehen wollen, uns gegenseitig auszuspionieren? Was ist denn mit den Begriffen geworden, wie Vertrauen und zueinander stehen und gemeinsam handeln? Und Freunde?
Tun Freunde sich untereinander ausspionieren? Tun Freunde hinter dem Rücken des anderen Dinge tun, die man vielleicht gar nicht will? Wie das Ganze funktioniert und wie schleichend diese Prozesse sind, möchte ich Ihnen noch an einem anderen Beispiel zeigen. Es geht um die ganze Thematik der weltweiten Globalisierung und was damit in Zusammenhang steht. Und bei dieser Globalisierung geht es natürlich auch um den Punkt, was passiert mit zum Beispiel unserer Währung. Die Schweiz hat den Schweizer Franken, um die Schweiz herum gibt es nur Euro-Länder, die mit einer Währung hantieren. Sie kennen das ganze Desaster, festgelegter Kurs gegenüber dem Euro, Milliarden von Euros, die angekauft werden, um Währungen zu stützen. Ist das alles real? Muss das alles gemacht werden? Wir kennen die beiden Worte mittlerweile, Bail-in und Bail-out. Bail-out bedeutet, wenn ein Institut in Schieflage gerät, fremde Hilfe, also Hilfe von außen, wie zum Beispiel von einem Staat, der dann Geld gibt, oder Bail-in, was natürlich viel, viel konsequenter ist. Da geht es an das Geld der Aktionäre, da geht es an das Geld der Sparer, die es ungesichert auf Konten haben. Diese Dinge sind natürlich nicht so publik gemacht worden, dass jeder, der es hört, sagen kann, oh, dann weiß ich ja, auf was ich mich einlasse, jetzt gehe ich erst mal hin. Denn wenn ich einer Bank Geld gebe, das nicht mehr als Sparkonto, dass es meins ist, sondern ich gebe das der Bank und bin im Prinzip dann Gläubiger. Und wenn dann die Bank floppt, dann habe ich als Gläubiger, wenn es schlecht läuft, keine Masse mehr, wenn zum Beispiel kein Geld mehr da ist oder das in andere Bereiche floss. Oder wir wissen ja, wie das aussieht, wenn Konkurse gemacht werden, dann werden erstmal von Behörden und alle möglichen, werden da dran, sich bei der Summe, die übrig bleibt, dann ihren Teil vom Kuchen abschneiden und am Schluss wird der klägliche Rest unter den ganzen anderen verteilt. Das wäre ein ähnlicher Fall bei einem Bail-in. Aber wo soll das denn hinlaufen mit dem Euro? Wir hören einmal hinein in eine Rede der deutschen Bundeskanzlerin aus dem Jahre 2011. Ich schaue mal genau, wann das war. Am 25.11.2011 zum Thema Währung. Und natürlich schaut die Welt jetzt auf Europa, weil wir wissen, dass wir in der globalen Verflechtung alle gemeinsam für Wirtschaftswachstum verantwortlich sind. Und das hat auch das G20-Treffen in Cannes ausgedrückt. Und es wird sich in den nächsten Jahren, die Gruppe der G20 auf der Ebene der Staats- und Regierungschefs hat sich, glaube ich, bewährt, es wird sich in den nächsten Jahren vieles verschieben im weltweiten Gefüge. Man sieht das zum Beispiel schon am internationalen Währungssystem. Wir werden zu einem multipolaren Währungssystem Schritt für Schritt kommen, in dem auch China zum Beispiel eine größere Rolle spielt, in dem Maße, wie China bereit ist, einen Wechselkurs anzunehmen, der den Fundamentaldaten der eigenen Wirtschaft entspricht. Aber diese Tendenz ist erkennbar und die Arbeiten am gemeinsamen Weltwährungssystem sind unter der französischen Präsidentschaft deutlich vorangekommen. Also, wir haben es gehört. Ein multipolares Währungssystem. Was bedeutet das? Eine ganze Welt, die eine Währung hat, wer will denn diese Währung nach welchen Stabilitätskriterien einrichten? Wer ist denn der Währungshüter oder Währungsschützer, der die einzelnen Wirtschaftsdaten, die die Staaten angeben, kontrolliert? Ich erinnere nochmal an den Fall Griechenland. Als Griechenland in die EU kam, gab es ja feststehende Bedingungen, wie hoch die Neuverschuldung sein muss und so weiter. Was war letztendlich das Ergebnis? Als der große Knall kam vor ein paar Jahren, wurde festgestellt, dass Griechenland einfach falsche Angaben gemacht hat. Also sie haben schlichtweg mal die Unwahrheit gesagt, wie ihre Finanzen denn wirklich aussehen. Wenn wir von einer weltweiten Währung ausgehen, wer will denn überprüfen, welche Anteile und wie dieses Wirtschaftssystem funktioniert? Will man die ganze Welt in ein Ein-Staaten-System verwandeln? Da schreit es bei mir im Ohr doch gleich NWO, neue Weltordnung, das kennen wir doch alle, diese Dinge. Dass Kulturen, angestammte
Wachstumsdinge, die menschlich und regional bedingt sind, einfach weggewischt werden. Und es wird so ein Globalisierungsmantel darüber gestülpt, der uns dann allen zu irgendwelchen Individuen macht, die nicht mehr wissen, wo gehöre ich hin, kulturell. Bin ich ein Mensch, der in Deutschland, in der Schweiz, in Holland, in Frankreich, wo auch immer geboren wurde, oder bin ich einfach Weltbürger? Wenn ich Weltbürger bin und auf diese Welt komme, dann gehen wir auch gleich in einen anderen Bereich, den wir betrachten müssen. Wenn ich als Weltbürger auf diese Welt komme und geboren werde, wieso gehört mir dann nicht der Anteil der Welt, also die ganze Welt, geteilt durch, jetzt sage ich mal, 7 Milliarden, was Flächen von Wald betrifft, was Wasser betrifft, was alle Rohstoffe betrifft, wieso ist das nicht so? Ich erinnere, globale Verfassung. Erinnern Sie sich an das Buch, wenn Sie auf die www.timetodo-Seite gehen, auf die Shoppinglist, finden Sie dieses Buch. Die, die es noch nicht kennen, sollten es vielleicht einmal lesen, denn dort sind ganz klare Definitionen drin, wie das eigentlich sein könnte. Aber so ist es nicht gedacht. Es ist gedacht, dass wenige, die an den Hebeln der Macht sitzen, dort ihre Positionen festigen. Und dann geht es natürlich im zweiten Schritt darum, das ganze Thema Bargeld, unterschiedliche Währungen, die ja immer so ein Teil eines Identifikationsmerkmales ausmachen, die ein Mensch hat. Wenn ich in Europa lebe, dann habe ich den Euro als Währung. Vorher in dem vorhergehenden Zeitraum, da hatte ich in Deutschland die D-Mark als Währung. Und ich habe ein Gefüge, was sich auf das, was der Staat erarbeitet und was die Menschen, die ihre eigene Einstellung haben von Arbeit und Arbeitsleistung, erwirtschaften. Der eine sagt, ja, ich will morgens um 7 aufstehen und den ganzen Tag arbeiten, das macht mir Spaß. Der andere sagt, nein, ich stehe lieber um 10 auf und gehe dafür etwas früher zu Bett. Und diese ganzen Dinge, so witzig sie klingen, es sind Identifikationen von Kulturen. Wir können doch nicht über alles einen Mantel der Gleichheit drüber stülpen. Wir wissen doch, wir Menschen sind nicht gleich. Nein, im Gegenteil, wir sind höchst unterschiedlich. Und das gilt es doch zu berücksichtigen. Und dann gibt es natürlich auf dieser Thematik noch eine ganz andere Richtlinie, die in eine Richtung geht, wo es wieder um das Säbelrasseln geht. Sie erinnern sich, Prophezeiungen von Alois Irlmeier, das Thema Syrien im Moment, die ganzen sogenannten Insider-Jobs, Tätigkeiten, die vielleicht Geheimdienste, Regierungen im Hintergrund anzetteln, die dann nach vorne in den Medien und den Berichterstattungen als Terrorakte und ganz andere Dinge ausgewiesen werden. All diese Sachen können wir nicht durchblicken. Die dagegen die offizielle Meinung sprechen, werden immer dann schnell als Verschwörungstheoretiker gebrandmarkt und somit scheint alles, was die sagen, Blödsinn zu sein, ob doch viele Indizien und viele Hinweise immer eine deutlich andere Sprache sprechen wie offizielle Versionen. Wenn wir uns einmal anschauen, was jemand sagt, der beim CIA war, zu dem Thema Krieg und zu dem Thema, wie sich das Ganze verändern soll, dann sieht die Sache gleich ganz anders aus. Wenn wir die Berichte hören, was da gerade in Syrien passiert, wie das immer näher an Europa heranrückt, läuft es nicht da Ihnen auch manchmal kalt den Rücken hinunter und Sie sagen, was soll das alles? Wieso gibt es im Moment solche Situationen immer mehr auf der Welt, wo sich entweder Staaten, die einen Demokratisierungsprozess angefangen hatten und gegangen sind, plötzlich korrumpiert werden, dann wieder relativ extreme Headliner an die Macht kommen und das alles wieder zusammenhauen. Es geht wieder immer mehr zurück in dominante Staatssysteme, in diktatorische Staatssysteme, wo immer mehr Freiheiten wieder beschnitten werden. Sind wir Menschen nicht in der Lage, in einem freien Land und mit großer Freiheit in einer Politik, in einem Gemeinschaftssinn, der auf Augenhöhe basiert, miteinander zu leben? Können wir nicht gönnen? Können wir nicht den anderen lassen, wie er ist und nur dort unsere Regularien vielleicht versuchen einzusetzen, wo die Menschen aufeinandertreffen und wo vielleicht Dinge den einen gefallen und den anderen nicht? Warum wird immer mehr in Verboten gehandelt? Warum wird nicht immer mehr nach den Ursachen gesucht? Vor kurzem gab es eine Diskussion, wo ich Teilnehmer war, wo es um die Frage geht, wie wird ein Mensch zum Mörder?
Und wissen Sie, was das Ergebnis war? Das Ergebnis war durch negatives gesellschaftliches Umfeld. Das ist der Grund. Ausschließen, drangsalieren, nur wegen anderer Hautfarbe, anderer Sprache, anderen Ansichten, vielleicht wegen einer anderen Konfession, ausgrenzen, auf ihm rumhacken, mit verschiedenen Systematiken, die heute in der Verwaltung zur Verfügung stehen, solche Menschen an die Wand zu drücken, bis irgendwann die Kurzschlussreaktion erfolgt. Dann heißt das Ganze Amoklauf, dann heißt das Ganze, ja, der war vielleicht psychisch krank oder der war dies oder der war das. Und am Schluss ist es dann einfach ein Deckmantel, der darüber gelegt wird. Der Mensch verschwindet dann entweder im Gefängnis oder in der Psychiatrie. Und wenn es so weit nicht kommt, wird er wahrscheinlich vor Ort irgendwann von den Polizeikräften erschossen, weil die haben dann keine andere Wahl. Wenn natürlich jemand wild um sich schießt, dann muss die Polizei da natürlich eingreifen. Aber ist das Sinn und Zweck einer Gesellschaft? Wollen wir immer mehr wieder in diese Richtung gehen der totalitären Reaktionen? Wollen wir nicht in einem 21. Jahrhundert uns besinnen und endlich einmal anfangen, den Dingen auf den Grund zu gehen und sagen, wo liegen denn die Ursachen darin, dass einer den anderen erschlägt, ersticht, erschießt, was auch immer, wegen vielleicht 500 Franken oder wegen vielleicht 300 Euro oder noch weniger, was man immer wieder liest und hört. Wieso flüchten so viele Menschen in irgendwelche Drogen, egal ob das Alkohol ist, ob das Tabletten sind oder irgendwelche Rauschmittel? Woher kommt das denn, dass immer mehr Jugendliche, obwohl es wieder immer beschönigt wird, sich in Alkohol flüchten, dass abends zum Standardprogramm gehört, 3-4 Bier zu trinken und vielleicht einige Cocktails, dass am Wochenende es zum Standardprogramm gehört, sich so lange zu betrinken, dass man sich an nichts mehr erinnern kann, mit den ganzen Konsequenzen, einmal für den Körper und dann natürlich für das Umfeld, für die Umwelt und für die eigene Zukunft natürlich auch. Sind das Menschen, die zufrieden leben in einer Gesellschaft, die eigentlich alles hat, in der die Supermärkte und die Geschäfte überquellen vor Produkten und trotzdem die Menschen immer mehr vereinsamen? Müssen wir nicht anfangen, wirklich über die Systeme nachzudenken? Und warum sind wir so träge und das geht alles nicht viel schneller? Liegt es vielleicht an unserer Gleichgültigkeit oder an unserer Übersättigung von Informationen und jeden Tag von einem Massengeplänkel in allen Mediakanälen, die da auf uns einstürmen, Radio, Fernsehen, irgendwelche Zeitungen, Zeitschriften, das Internet, E-Mail, Telefon, was es da so alles gibt? Sind wir nicht mittlerweile Gefangene einer Illusion geworden und sollten darüber nachdenken, ob wir da vielleicht doch einen Ausweg finden müssen und das vielleicht schneller, als mancher so denkt, bevor es ganz im Chaos endet und das, was unsere Väter und Vorväter erkämpft haben, vielleicht dann alles plötzlich den Bach hinuntergeht? Wollen wir das? Ich für meinen Teil möchte das nicht. Mir geht es darum, dass wir anfangen, uns wie Menschen zu verhalten und die Menschlichkeit ein ganz wichtiger Punkt wird in dem Zusammenleben auf diesem Planeten. Dazu sollten wir wieder einmal einen Schritt nach vorne machen. Wir sehen uns gleich nach der Werbung. Alois Irlmeier. Ich seh's ganz deutlich, der Titel einer außergewöhnlichen DVD. Seit Anbeginn der Zeit sind die Menschen von der Zukunft fasziniert. Hellseher, Weissager, Propheten, diese Menschen faszinieren uns mit ihren Ausblicken in eine Welt, die vielleicht noch vor uns ist. Sichern Sie sich jetzt eine aufschlussreiche und außergewöhnliche DVD über das Leben des Propheten Alois Irlmeier. Einer, der von uns war, einer, der zu uns kam und einer, der nie aus sich etwas Besonderes gemacht. Jetzt im Shop bei timetodo.ch. Und schon sind wir wieder da. Heute unser Thema NSA, unser Finanzsystem, was so alles passiert, wie sich das Ganze hinschiebt, zu dem Thema bewaffnete Konflikte und Auseinandersetzungen. Das Thema Bankenabwicklung ist natürlich ein brennendes Thema, gerade in Südeuropa, in Spanien, in Portugal, in Italien, in Griechenland, in Zypern. Überall
kochelt und brodelt es da. Die Wirtschaftsleistung wird immer wieder schön geredet und von Wachstum gesprochen. Aber die Staatskassen werden immer mehr belastet durch zwei Problematiken. Krankheiten werden nicht besiegt, sondern erhalten, um Umsatz zu generieren. Das bedeutet unglaubliche Belastungen im Gesundheitssystem. Und auf der anderen Seite haben wir eine weitere Problematik. Immer weniger Menschen haben Arbeit, weil Maschinen, Computer und andere Dinge viele Arbeitsplätze überflüssig machen oder man schlicht und ergreifend eine Produktion in ein Billigland verlegt und dort dann mehr Geld verdient, aber im eigenen Land bleiben die Menschen auf der Strecke. Das Strecken nach genügend Brot wird immer schwieriger und der Wettbewerb, also die Ellbogenmentalität, nimmt immer mehr zu. Da wäre natürlich eine Änderung angedacht. Aber wie ist das so mit der Bankenabwicklung? Schauen wir uns einen Beitrag an, den ich auf YouTube bekommen habe, wo ein Film zu dieser Thematik gemacht wurde. Sehen Sie selbst. Direkt zuzugreifen. Das ist übertrieben, so weit werden Sie nicht gehen, hören Sie auf, die Leute zu erschrecken, werden einige zu mir sagen. Natürlich reden Politiker und Bankiers nur von der Einführung eines Mechanismus zur Abwicklung der Banken. Sei es die Bankenreform von Pierre Moscovici, von der Assemblée Nationale und dem Senat, oder das Dodd-Frank-Gesetz, das am 21. Juli 2010 in den USA verabschiedet wurde, der EU-Richtlinienentwurf von Barnier oder die laufende Diskussion bei der EU-Kommission und im Europaparlament. Das Prinzip ist immer das gleiche. Wenn eine Bank von Insolvenz bedroht ist, verwendet man die Eigenressourcen der Bank, um sie über Wasser zu halten. Das heißt Bail-in im Gegensatz zum Bail-out, der Rettung durch den Staat. Dabei werden die Aktionäre, die Inhaber der Bankanleihen und alle, die ungesicherte Einlagen haben, das heißt Einlagen über 100.000 Euro, zur Kasse gebeten. Aber keine Sorge, das Europaparlament behauptet, Steuerzahler und Sparer werden nur als letztes Mittel herangezogen. Das ist sehr beruhigend, nicht wahr? Statt öffentliche Gelder zu verwenden, müssen die Aktionäre und die Reichen bezahlen, wie in Zypern. Damit kann man unsere Abgeordneten überzeugen, diesen Mechanismus zu legalisieren, auch wenn sie dabei das Wichtigste übersehen. Das hat natürlich seinen Preis. Man mag denken, nur reiche Leute haben mehr als 100.000 Euro auf ihren Konten. Aber wie viel ist auf dem Konto eines mittelständischen Unternehmens? Wie viel Sparguthaben hat der normale Bürger sein Leben lang angesammelt? Was wird aus den unversicherten Sparprodukten wie offenen Investmentfonds? Die können auch konfisziert werden, egal wie viel darin ist. Vor allem die Logik des Bail-in zu akzeptieren, heißt, einen Grundpfeiler unserer Verfassung zu vernichten. Das Recht auf Eigentum und das Recht darauf, die Früchte seiner Arbeit zu genießen. Deshalb wird dieses Abwicklungsmodell das nur noch geringe Vertrauen in das europäische System vernichten. Bisher gehört das Geld, das Sie auf Ihrem Bankkonto einzahlen, Ihnen. Mit dem Bankenabwicklungsmechanismus sind Ihre Einzahlungen, egal welcher Betrag, als geliehenes Geld an die Bank betrachtet. Deshalb werden Sie auch ein Gläubiger der Bank. Vous devenez donc, vous aussi, un de ses créanciers. Mais l'on peut se dire. Wenigstens denkt man sich, werden die kleinen Einlagen durch Einlagegarantiefonds versichert bleiben. Nun, auf dem Papier. In Wahrheit, im Falle Frankreichs, verfügt dieser Fonds über 2 Milliarden Euro, um damit Einlagen in der Höhe von 1.776 Milliarden Euro abzudecken. Außerdem beabsichtigt nun das Moscovici-Gesetz, wie auch Dodd-Frank in den USA, den Garantiefonds und den Abwicklungsfonds zusammenzuführen, was bedeutet, dass diese 2 Milliarden auch verwendet werden können, um die Banken zu retten. Vous l'aurez donc compris.
Sie haben es schon verstanden. Dieser Abwicklungsmechanismus öffnet die Tür zu einer massiven Plünderung der Bankeneinlagen. Sie hat in Europa auch schon begonnen, und zwar mit der Beihilfe unserer Politiker. In Zypern wurde das Bail-in angewandt, um die zweitgrößte Bank des Landes, Laiki, in Konkurs gehen zu lassen und die größte Bank, Bank of Cyprus, wieder zu beleben. Die Troika war bereit, auf alle Einlagen zuzugreifen, auch die unter 100.000 Euro. Aber durch die Ablehnung des Parlaments musste sie sich mit den unversicherten Einlagen zufrieden geben. Das Ergebnis ist verheerend. Laut einem IWF-Bericht verschwanden durch dieses Bail-in 70% des Einlagenmarktes. Die russischen Oligarchen, die wiederholt in der Presse erwähnt wurden, waren vorher informiert worden und die Mehrheit hatte ihr Geld rechtzeitig abgezogen. Die zypriotischen Bürger und Unternehmen waren am schwersten betroffen. Lebensmittelläden, Supermärkte, Restaurants, Baufirmen mussten aufgeben oder Arbeitskräfte entlassen. Ein Artikel in Le Figaro zum Beispiel erwähnt den Fall von Karalambos. Ein Schafzüchter sagte: Unser Verein von 239 Züchtern hat 7 Millionen Euro in die Laiki eingezahlt. Wir haben alles verloren. In Spanien hat der Preferentes-Betrug schon mehr als 1 Million spanischer Familien beraubt. Im Dezember 2010 wird die spanische Bank Bankia im Rahmen der Restrukturierung 7 regionaler Sparkassen gebildet, die durch die Immobilienkrise belastet waren. Die Troika zwingt dann die spanischen Banken, einen Teil der Kundeneinlagen in Aktien umzutauschen, um ihr Kapital zu erhöhen und den Eindruck zu erwecken, sie könnten die Stresstests überstehen. Im Juli 2011 werden 200.000 Sparer gedrängt, ihr Sparguthaben in Vorzugsaktien, sogenannte Preferentes, umzutauschen, die als sichere Anlage verkauft werden. Am 11. Mai 2012 ordnet die Troika eine 38-prozentige Abwertung dieser Aktien an und ihr Börsenkurs wird für ein Jahr lang ausgesetzt. Als am 21. Mai 2013 die institutionellen Anleger ihre Aktien wieder verkaufen dürfen, liegt der Preis bei 1,35 Euro, wie von den Behörden versprochen. Eine Woche danach, als die kleinen Anleger ihre Aktien verkaufen dürfen, liegt der Preis bei nur 57 Cent. Le prix s'est effondré à 0,57 €. Seit Juli 2011 sind es insgesamt 11,5 Milliarden Euro Ersparnisse, die in dieser Weise geraubt wurden, um die Bank zu rekapitalisieren, sprich durchschnittlich 57.500 Euro pro Person. Ganz zu schweigen von den Sparern bei anderen Banken, die denselben Betrug erlitten. Seit der Subprime-Krise haben die europäischen und amerikanischen Megabanken immer weiter die größte spekulative Blase der Geschichte aufgepumpt. Die Gesamtsumme der Finanzwetten weltweit, verschiedenen Einschätzungen zufolge, beläuft sich auf 1.600 Billionen Dollar. Zum Vergleich, das weltweite Bruttoinlandsprodukt liegt bei ungefähr 70.000 Milliarden. Die Bank für internationalen Zahlungsausgleich rechnet mit insgesamt 700 Billionen Dollar an Derivatkontrakten. Diese ursprünglich als eine Art Versicherung konzipierten Produkte wurden von den Finanziers in spekulative Werkzeuge umgewandelt, mit denen man auf jedes und alles wetten kann. Einen Warenpreis, einen Börsenkurs, den Wechselkurs zwischen zwei Devisen, einen Finanzindex, Zinsraten oder die Wahrscheinlichkeit einer Naturkatastrophe. Am Ende kann man mehrmals seinen Spieleinsatz gewinnen oder verlieren. Um sich gegen einen potenziellen Verlust abzusichern, muss man neue Derivate auf der Grundlage der ersten schaffen und so weiter. Wissen Sie, was geflüstert wird in der Finanzwelt? Derivate sind eigentlich wertlos. Aber pssst. Das große Problem der Beschützer der City und der Wall Street sind die 28 systemrelevanten Banken. Diese Too-Big-to-Fail-Kolosse haben sich so tief verschuldet, um spekulieren zu können und Derivatprodukte aufzulegen, dass die geringste Erschütterung zu einer kettenreaktionsartigen Auflösung des gesamten Systems führen kann. Da das von Zentralbanken und Regierungen bereitgestellte Geld nicht ausreicht, um die Banken über Wasser zu halten, sieht dieser Abwicklungsmechanismus einen organisierten Bankrott vor. Während das Europaparlament bereit ist, zuzulassen, auf die Einlagen zurückzugreifen, sieht es hingegen vor, die Mehrheit der Finanzprodukte mit hohem Risiko aus dem Insolvenzverfahren auszuschließen, insbesondere die berüchtigten Derivate.
Spielt vielleicht das Lobbying der International Swaps and Derivatives Association hier eine Rolle? Diese Vereinigung vertritt das Interesse der Derivatbesitzer und hat bereits den US-Kongress dazu gebracht, Derivate im Bankenabwicklungsgesetz zu schützen. Sie haben sicherlich schon verstanden, die Bankenabwicklung heißt, die Einlagen zu opfern, sowie auch die für die Bevölkerung wichtigsten Dienstleistungen der Banken, um die Kontrolle der Finanzwelt über die Wirtschaft und die Gesellschaft zu erhalten. Was ist daran anders im Vergleich zu den 2008 unter Krisenbedingungen durchgeführten Rettungsaktionen? Heute richtet man ein massives Plünderungssystem ein, das von einer Handvoll Finanzexperten geplant, organisiert und kontrolliert wird. Und diese Finanzexperten unterliegen gegenüber den Bürgern keinerlei Rechenschaftspflicht. Wer würde es wagen, so weit zu gehen? Die Mitschuld unserer Politiker ist Verrat. Allerdings sind nicht sie es, die dieses Bankenabwicklungsmodell entwarfen. Die Gesetzesentwürfe vor den jeweiligen Parlamenten sind nur die Ausgestaltungen der Vorschläge des Finanzstabilitätsrats. Diese internationale Finanzinstitution wurde 2009 während des G20-Gipfels in London geschaffen. Als Chef wurde Mario Draghi, der ehemalige Direktor von Goldman Sachs Europe und jetziger Chef der Europäischen Zentralbank, ausgewählt. Sein Team fing dann an, ein internationales Bankenabwicklungssystem zu erarbeiten. Die Idee ist einfach: Die Bankensysteme aller Länder unter die Aufsicht einer von Finanztechnokraten geführten supranationalen Einrichtung zu stellen, eben jenen Finanzstabilitätsrat. Er soll die nationalen Behörden koordinieren, die ebenfalls aus Technokraten zusammengesetzt und befähigt sind, sehr schnell zu intervenieren, um das Bail-in der bankrotten Banken durchzuführen. Sie werden langwierige politische Diskussionen umgehen und die Entscheidungen treffen, wer für die Rettung der Banken bezahlen muss, um die internationale Finanzstabilität zu erhalten. In der Praxis ist der Finanzstabilitätsrat nur ein Anhang der BIZ. Diese Privatbank, die sich die Zentralbank der Zentralbanken nennt, hat eine bewegte Vergangenheit. Auf eine Initiative von Hjalmar Schacht und Montague Norman wurde sie 1930 gegründet. Hjalmar Schacht war seit 1923 Präsident der Reichsbank und später Wirtschaftsminister unter Hitler. Montague Norman, ein Mitglied des englischen Kronrats, organisierte die Finanzierung der Hitlerpartei durch die Bank of England, deren Direktor er war. Warum wurde die BEZ geschaffen? Um die Verhandlungen über Deutschlands Kriegsschulden aus den Händen der Politiker in die Hände von Experten zu übergeben, die vollkommene rechtliche Immunität genossen und von keinem nationalen Parlament belangt werden konnten. Die BEZ koordinierte die Durchführung des Young-Planes in Deutschland, ein echtes nationales Bail-in, wobei fast das gesamte Guthaben der Deutschen herangezogen wurde, um die Schulden zu begleichen. Bald scheiterte der Young-Plan und Teile der Schulden mussten 1931 und 32 abgeschrieben werden. In der Zwischenzeit hatten leider viele in die Armut getriebene und von dieser Behandlung abgestoßene Deutsche sich der NSDAP zugewandt. Nach dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges organisierte die BEZ zwar nicht mehr die Treffen der Zentralbankiers, aber sie führte im Namen der Finanzstabilität weiterhin Ausgleichszahlungen auch zwischen alliierten und faschistischen Ländern durch. In der Tradition von Hjalmar Schacht, der in einer Veröffentlichung der BEZ 2007 groß abgebildet ist, sind mehrere Unterstützer Hitlers Leiter der Bank für internationalen Zahlungsausgleich geworden. Walter Funk, Emil Puhl, Hermann Schmidt und Kurt von Schröder. Werden Sie jetzt akzeptieren, wenn unsere Politiker Ihnen mit tränenfeuchten Augen sagen: Oh, es tut uns so leid, aber wir mussten Ihre Ersparnisse zur Rettung des internationalen Bankensystems heranziehen. In diesen schwierigen Zeiten ist es alternativlos. Wir brauchen doch alle unsere Banken, nicht wahr? In Wahrheit gibt es, genau wie in den 30er Jahren, sehr wohl eine Alternative. Das Glass-Steagall-Gesetz, welches Roosevelt 1933 durchsetzte, bedeutet auch ein organisiertes Insolvenzverfahren, allerdings geleitet durch ein Prinzip: das Gemeinwohl zu retten und zu entwickeln. Um das zu schaffen, müssen wir die Finanzoligarchie und ihre Kreatur, das fiktive Kapital, auslöschen. Das bedarf einer strikten Trennung zwischen Kredit- und Einlagenbanken, die staatlich geschützt werden, und Investmentbanken, die wir ohne Reue untergehen lassen.
dans l'indifférence générale. C'est la bataille que nous menons au niveau international. Das ist der Kampf, den wir weltweit führen. In Amerika trägt die Mobilisierung unserer Freunde in der LaRouche-Bewegung Früchte. Fast 80 Abgeordnete haben den Gesetzesentwurf HR 129 für die Wiedereinführung von Glass-Steagall von Roosevelt unterschrieben. Und im Senat gibt es zwei ähnliche Gesetzesvorlagen. In Frankreich hat bisher kein Abgeordneter den Mut gehabt, unsere Gesetzesvorlage aufzugreifen. Kein Wunder, werden Sie sagen. Die sind alle korrupt. Nun, das ist noch ein weiterer Grund, den Rechner auszuschalten und selbst aktiv zu werden. Das ist ein schwerer Tobak. Ich weiß es, und wenn man diese ganzen Dinge sich zusammenfasst, dann meint man immer, es gäbe zwei verschiedene Welten. Eine Welt, in der wir so leben, die sogenannten Normalbürger, die jeden Tag zum Arbeiten gehen, ihren Job machen, die sich jeden Tag begegnen in Städten, in Straßen, in Unternehmen oder in öffentlichen Einrichtungen. Und dann scheint es eine zweite Gemeinschaft oder einen zweiten Teil des Volkes zu geben, die irgendwo in großen Glaspalästen über die anderen alle entscheiden und solche Dinge umsetzen. Und wenn ich Ihnen jetzt zum Schluss noch diesen Kurzbericht zeige des CIA Station Chief John Stockwell, vielleicht erkennen Sie dann den Zusammenhang. Sie haben eben in dem Bericht schon gesehen, worum es geht. Immer wieder ist das Thema Krieg ein Thema. Und ich sage den Menschen immer, das ist immer das letzte Mittel. Wenn man sieht, dass man mit anderen Mitteln nicht mehr zum Ziel kommt, dann gilt es, die Menschen abzulenken und zu beschäftigen, was dann bedeutet. Dann wird die große Keule ausgepackt, es kommt zu bewaffneten Auseinandersetzungen, dann kümmert sich niemand mehr um ein Bankensystem oder was jetzt da mit der Währung so und so. Jeder hat dann Angst um sein Leben, jeder hat Sorge um seine Existenz, und die Männer werden beschäftigt, indem sie eingezogen werden und was weiß ich, wo auf der Welt womöglich die Freiheit ihres Volkes verteidigen sollen, was wo ganz anders sitzt. Wurden vorher diese Männer gefragt, ob sie die Entscheidungen von Regierungen mittragen, die da einfach intervenieren und weltweit ein Spiel spielen, was sehr seltsam ist und immer wieder zum Ergebnis führt, dass Leid, Unruhe und Tod erzeugt wird? Ist das der Weg im 21. Jahrhundert? Wann fangen wir an, darüber nachzudenken? Schauen Sie sich diesen Beitrag noch an und dann ziehen wir einmal alle drei, die wir heute gehört haben, zusammen. My expertise, as you know, is CIA, Marine Corps, three CIA secret wars. I had a position in the National Security Council in 1975 as the chief of the Angola task force running the secret war in Angola. It was the third CIA secret war I was part of. The National Security law creating the National Security Council and the CIA, as you know, was passed in 1947. The CIA was given this charter to perform such other duties and function as might be necessary to the national security interests, and given a vague authority to protect its sources and methods. I think it was in the mid-80s that I coined this phrase, the Third World War, because in my research I realized that we were not attacking the Soviet Union and the CIA's activities, we were attacking people in the Third World. And I'm going to just quickly, in the interest of time, just give you a little sense of what that means, this Third World War. Basically, it's the third, I believe, in terms of loss of life and human destruction, the third bloodiest war in all of history. They undertake to run operations in every corner of the globe. They also undertook the license of operating just totally above and beyond U.S. laws. They had a license, if you will, to kill, but also they took that to a license to smuggle drugs, a license to do all kinds of things to other people in other societies in violation of international law, our law,
and every principle of nations working together for a healthier and more peaceful world. Meanwhile, again, they battle to convert the U.S. legal system in such a way that it would give them control of our society. Now, we have massive documentation of what they call the secret wars of the CIA. We don't have to guess or speculate. We had the Church Committee investigate them in 1975, gave us our first really in-depth, powerful look inside this structure. Senator Church said in the 14 years before he did his investigation that he found they had run 900 major operations and 3,000 minor operations. And if you extrapolate that over the whole period of the 40-odd years that we've had a CIA, you come up with 3,000 major operations and over 10,000 minor operations. Every one of them illegal, every one of them disruptive of the lives and societies of other peoples, and many of them bloody and gory beyond comprehension almost. Extensively, we manipulated and organized the overthrow of functioning constitutional democracies in other countries. We organized secret armies and directed them to fight in just about every continent in the world. We encouraged ethnic minorities to rise up and fight. People like the Mosquito Indians in Nicaragua, the Kurds in the Middle East, the Hmongs in Southeast Asia. And of course, we have organized and we still do and fund death squads in countries around the world, like the Treasury Police in El Salvador, which are responsible for most of the killing of the 50,000 people just in the 80s, and there were 70,000 before that. And orchestration, CIA, secret teams, and propaganda led us directly into the Korean War. We were attacking China from the islands, Kaimoi, Matsu, Thailand, Tibet. A lot of drug trafficking involved in this, by the way, until eventually we convinced ourselves to fight the Chinese and Korean. We had the Korean War and 1 million people were killed. Same thing for the Vietnam War, and we have extensive documentation of how the CIA was involved at every level, or the national security complex, because it's a very cooperative thing, into manipulating the nation into the Vietnam War. And we wound up creating the Golden Triangle, in which the CIA, Air America airplanes, were flying in arms to our allies and flying back out with the heroin. We launched the largest, this is something that Jimmy Carter did, Admiral Turner brags about it, the operation in Afghanistan. Biggest single operation, I'm told, in the history of the CIA's secret wars. And sure enough, very quickly we produced the Golden Crescent, which is still the largest source of heroin perhaps in the world today. Trying to summarize this third world war that the CIA, the U.S. National Security Complex, with the military all interwoven in it in many different ways, has been waging. Let me just put it this way. The best heads that I coordinate with studying this thing, we count at least minimum figure 6 million people who've been killed in this long 40-year war that we've waged against the people of the third world. These are not Soviets. We have not been parachuting teams into the Soviet Union to kill and hurt and maim people, especially not since 1954, when they developed actually a capability of dropping atomic weapons on the United States. They aren't British, French, Swedes, Swiss, Belgians. We don't do bloody, gory operations in the countries of Europe. These are all people of the third world. They're people of countries like the Congo, Vietnam, Kampuchea, Indonesia, Nicaragua, where conspicuously they nor their governments do not have the capability of doing any physical hurt to the United States. They don't have ICBMs. They don't have armies or navies. They could not hurt us if they wanted to. There has rarely been any evidence that they really wanted to. And that, in fact, is perhaps the whole point. If they had had ICBMs, we probably wouldn't have done the things to them for fear of retaliation. Cheap shots, if you will, killing people of other countries of the world who cannot defend themselves under the guise of secrecy and under the rubric of national security. Ja, liebe Zuschauer, jetzt fassen wir uns das einmal zusammen. Jetzt haben wir heute gehört vom Thema der Bankenabwicklung, vom Thema einer globalen Währung, von einem Geheimdienstchef, der da sagt, was unter dem Deckmantel alles durchgeführt wird, von einem Journalisten, der die NSA-Abhörstrategien offenlegt. Was ist das für eine Welt? Ist das die Welt, in der wir leben wollen? Sind das die Dinge,
die wirklich um uns herum einfach toleriert werden können. Wann ist es an der Zeit, dass jeder Einzelne von uns überlegt und sagt, ich muss jetzt etwas tun. Ich muss jetzt mit dazu beitragen, dass meine Kinder, dass meine Freunde, dass die Welt, die wir in der Zukunft haben wollen, noch eine lebenswerte Welt bleibt. Und dazu müssen wir einfach anfangen, die Dinge zu bewegen, unsere Stimme zu erheben. Da ist es an der Zeit, dies zu tun, denn die Welt und das Leben ist wunderbar. So soll es bleiben. Ich danke Ihnen, bis morgen Abend. Timetodo.ch ist Ihnen präsentiert worden von Bali Berseri.